Diamanten. Wow. Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Time. Ihr wundert euch bestimmt wieder, warum im Telebildschirm, ja. Jojo. Kündige es einfach nicht an, wenn ich irgendwann drauf gehen soll. Weil du weißt ganz genau, ich bin nie da, wo du meinst. ja, ich bin gerade ein bisschen mein, wie man sieht. Beziehungsweise, wo ich letztes Mal drauf war, ich habe auch, muss ich kurz sagen, es tut mir auch kurz leid, dass die letzten 2-3 Tage, ich glaube, kein Video kam. Weil es gab verschiedene Gründe. Einmal bin ich so tollpatschig, wie ich bin, von der Leiter runtergefallen. Mir tut jetzt immer noch mein Steißbein weh. Ja gut, aber sitzen kann ich mehr oder weniger gut. Aber ja, ich war eigentlich hier gerade auf der Suche nach Dings, nach Diamanten und so. Tue ich jetzt glaube ein bisschen verschieben. Wegen Jojo. Ach ne, wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach die Runde mal meinen und dann mal gucken, was jetzt noch voll passiert. So. Wir waren ja hier, beziehungsweise ich war ja hier. Habe ich. Ja doch, ich habe Holz mitgenommen. Gut. Machen wir gleich mal ein paar mehr. So. Zack, die zack. Zack. So. Ja. Eigentlich sollten wir einfach nur Strip Mine gehen. Nur kurz so ein bisschen, sag jetzt mal die ersten 5 bis 10 Minuten und dann gehen wir mal hoch. Wir kommen von hier. Da, von da kommen wir. Dann gehe ich einfach mal hier in die Richtung entlang. So, wir haben genügend Spitzhacken dabei. Ich bin auf der Diamantsuche, weil ihr seht, Fortune 2 und hier Fortune 3. Ich werde sowas hier werde ich mit Fortune 2 abbauen. Und Diamanten mit Fortune 3. Weil ich glaube, ich müssen verständlich und logisch. Ich weiß nicht ganz genau, wie es sich rentiert. Und also hätte ich auch. Na, egal. Hätte ich auch mit der Eisenspitzhacke, wo unverzaubert ich jetzt gerade machen können, aber egal. So. Ja, wie gesagt, warum keine Videos kamen, mein Steißbein tut weh, ich habe kaum sitzen können, bin von der Leiter runtergefallen, 2 Meter Höhe. Mein Fuß ist auch ein bisschen leicht angeschlagen, aber sonst geht's mir gut. Ich war auch nicht im Krankenhaus oder so. So viel zu dem Thema von meinem Leben. Ja, ja. Achso, und übrigens auch danke, ich habe ja in der letzten Crafting-Folge angesprochen, dass ich ein neues Intro suche und da haben sich schon einige gemeldet. Auch vielen Dank für die, wo sich Zeit nehmen und alles drum dran, sich ein Intro oder sich hinzuhocken und für mich ein Intro zu machen. Ich meine, es ist eigentlich kein, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, wie soll ich sagen, so selbstverständlich finde ich es halt, dass man es halt eins macht, weil, ja, es, weil ich weiß, bei manchen Intros dauert es echt, bei manchen Intros dauert es sehr lange, die zu erstellen. Und deswegen bin ich einfach mega froh, dass sich jemand Zeit findet und auch macht und hoffentlich auch nachher gut aussieht und gut halt herkommt. Wenn irgendwie 2 oder 3 Intros kommen, dann lasse ich und mich nicht entscheiden kann, dann lasse ich euch entscheiden in den Kommentaren, was ihr am besten findet. Macht da wahrscheinlich zu ein extra Video. Und ja, ihr merkt schon wieder, ich bin wieder in so einem komischen Redmodus, wo ich immer gleich und ja und ja und ja antworte. Ich weiß nicht, ob die jetzt heute am Sonntag jetzt noch kommt, die Folge, weil, ja, mal gucken, aber ich guck mal, dass ich auch vielleicht heute noch komme, dass ich nachher nochmal eine Folge aufnehme. Um ehrlich zu sein, ich habe relativ wenig gespielt. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich hier online war, war am Mittwoch, kann das sein? Da war, glaube ich, die letzte Crafting-Folge. Und dann, nee, Moment. Donnerstagabend war ich kurz einmal drauf. Dann bin ich losgegangen zu meinen und dann irgendwie dann doch keine Lust mehr gehabt, dann weiter zu meinen. Dann aufgehört und dann gar nicht mehr. Also ich habe gar nichts an meinem Haus wieder verändert. Wie jede Folge. Und ja, genug geredet. Wir suchen Diamanten. Und so wie ich es gerade mache, ich machen wir.
So, machen wir hier. Nix. Mit Hunde, der Mann, ja, Redstone können wir da stehen lassen. Redstone muss ich auch noch nicht Niggedy, Leon wieder zurückgeben. Ich habe ja ein bisschen was ausgeliehen. Habe ich letzte Folge meinen Fernseher gezeigt? Ich glaube ja. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf Nigeli gekommen bin. So. Tun wir mal ein bisschen Strip Mining. Und hoffen, dass dabei etwas Gutes rauskommt. Wird wahrscheinlich wieder viel rumschneiden müssen bei langweiligen Passagen, wie jetzt zum Beispiel. Oh, gerade gedacht, da hinten sind Diamanten. So. Ja, Eis nehme ich gerne mit. Sind wir auf der richtigen Höhe? Ja, Eis sind wir. Ist eine gute Höhe zum Strip Mine. Und irgendwie fällt mir gerade auf, dass der Shade irgendwie bei Tag und meine Höhle ist irgendwie komisch aussieht. Yep. So, halt, ein bisschen Redstone noch mitnehmen. So. So. Diamanten. Wow. So, es waren es 8 und draußen 15. Okay, ist gut. So, 1, 2, da weitermachen. Obwohl, ich glaube, hier brauchen wir jetzt gar nicht mehr weiter suchen. Und zwar, weil, oder? Könnt dabei, weil ich meine, es gibt jetzt nur noch, glaube, seit 1, ne, nur noch, lass mich nicht täuschen, aber ich glaube, pro Chunk nur noch eine Diamantquelle, kann das sein? Oder irre ich mich da? Ja, 15 Tiere sind auf jeden Fall nice. Ja gut. Sollten jetzt eh dann gleich. Dann machen wir noch die Spitzhacke voll kaputt noch. Und dann gehen wir wieder hoch und gucken, was der liebe Jojo uns schon wieder vorbereitet hat. Vor allem, ich muss ja eins sagen, ich hätte zwar heute schon noch ein bisschen Minecraft gespielt, ein bisschen, hätte dann vielleicht ab und zu, aber ich finde es, ich hätte dann eh aufgenommen. Und Jojo, kündige jetzt bitte nicht an, dass ich irgendwie, weil sonst bin ich ja immer noch übervorsichtig genug noch, dann nachher. So. Wisst ihr was, ich mache kurz einen Cut, bis ich wieder da bin, zu meinem Zuhause. Bis gleich. So, das sind wir auch schön. Ja, ich komme von der Richtung, wo ich es gemeint habe. Dann mal Cookie. Er hat irgendwas gemacht. Ich weiß es. Bestimmt. Ey, nee, jetzt, oder? Das nicht. Du hast nicht die ganzen Räume verändert. Du hast jetzt nicht. Die sind falsch rum und da. Warum nimmt man sich Zeit, die komplette Inneneinrichtung, ja, komplett umzutauschen?
Jetzt mal ernsthaft, wer nimmt sich die Zeit? Naja. Kann man nichts machen. Übrigens ist falsch, muss nämlich eins und darüber verwirrt, als was mich nicht verwirrt. Ha, Pech gehabt. Ja. Aber immerhin muss ich sagen, geht es etwas nicht in selben Call gebracht und zwar hier alles komplett wieder aufgerissen. Finde ich gut. Ja. Schon. Was auch lächerlich gewesen wäre, wenn du den kompletten Keller hochgetan hätte. Ja gut, das wäre aber viel zu viel Arbeit, glaube ich, gewesen. Aber weißt du, du hast Zeit, mein komplettes Haus umzubauen, ja? Und mit deinem Haus hast du bestimmt noch nicht mal angefangen. Da guck mal auch gleich hoch nochmal. Ah, alles klar, mein Hund. Ich hoffe, man hat das jetzt nicht allzu arg gehört. Wahrscheinlich schon. Dann kommt das rein, dann kommt das rein. Das hier kommt hier oben rein. Die Dinger kommen hier rein. Hier kommt die Ding rein. Karötchen kommt da rein. Sag mal. Dann tue ich das jetzt auch noch kurz einsortieren. Ihr wisst ja, bei mir ist Ordnung A und O. Oder das A und O, vielmehr. Wie viel habe ich denn eigentlich nochmal Leon weggenommen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube 9. Sogar perfekt. So. 16 Diamanten, die tue ich mal raus, falls sie mir geklaut werden. Eisen wäre jetzt nicht ganz so tragisch, sage ich jetzt mal. Obwohl. Das soll jetzt nicht heißen, dass jetzt irgendeiner von euch ein Ding an mein Eisen soll. Aber ihr wisst, wie ich es glaube mein. So. Hauen wir hier wieder ein bisschen Cobblestone rein. Cobble, Cobble, Cobble. Stone. Dann dit. Dann kommt hier oben Dirt rein. Dann haben wir hier noch Holz, Holzplatten. Was können wir noch? Achso, ja, das gebe ich gleich Dingen. Dann gehen wir auch zu Dings. Bums, zu dem neben Jojo hoch. Mal gucken, ob er wirklich mal immer noch nichts an seinem Haus gemacht hat. Weil, ja. Ich glaube, Jojo, du weißt, wie ich es meine, weil du hast Zeit für mein Haus umzubauen. Bei mir die ganze Zeit irgendwas zu machen. Und du hast gerade mal nicht Ruhe. Was mich aber interessiert, hast du ja hier endlich mal deine Sachen gefunden? Ja? Ich werde sie dir immer noch zeigen, wo sie sind. Schön suchen. Ich gebe dir einen Tipp bei dir oben. Oder wir können uns eigentlich eine Dia-Brust machen. Und noch eine Dia-Hose. Zack, so. Dann zacke die zack. Oder machen wir das so. Ich ging noch mein Armor-Stand, war das nicht? Moment, ich ohne zu gucken. War das nicht so? Oder nehmen wir mal 3 Stück mit. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Zack. Zack. Nee. Irgendwie so.
Auch nicht? Ja, keine Ahnung. So, jetzt haben wir wieder nur einen Diamant übrig. ja, da gehen wir auch gleich verzaubern. Gucken, was mir so da drauf gibt. Oh, gehen wir schlafen. Muss man nicht ganz hoch rennen. Danke, Jojo. So. Nee, oder? Da wird sich aber wer nicht freuen. Unbreaking, mit echt der Protection drauf. Ja, genau, Protection 4. Ja, passt. Als fehlen mir zwei Level, war. Oh. Was würden wir eigentlich drauf bekommen? Unbreaking schon wieder. Ja, das soll mit der 2 Lapis rein investieren. Protection 3. Ja, komm, wir machen mal. Ah, nicht down. Ah, okay. Oh, Service. Na egal. Machen wir die Türe zu. So. Tun wir hier für den Restroom rein. Machen wir Schild kurz weg. So, dann Wings nochmal zu Jojo hier. Oh, wo war das jetzt nochmal? War das hier? Nee, hä? Doch, warte, hier. So. Na guck, das meine ich. Er hat immer noch überhaupt nichts gemacht. Aber Hauptsache bei mir komplett alles. Okay, er hat doch was gemacht. Klaus Mö. Wie wird denn ernst? Der freaking ernst? Okay. Ja, wie gesagt, er hat immer noch nichts gemacht. Oh, ein bisschen gefarmt. Na gut, dann soll es für diese Folge gewesen sein. Nice Troll auf jeden Fall, Jojo. Mach auf jeden Fall mal endlich mal dein Haus oder sonst irgendwas, was ich auch mal trollen kann. Das auf jeden Fall. Nochmal, von Anfang. So, wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Auch wieder ein guter Troll, sage ich jetzt mal. Nur diesmal halt ohne, dass er mich töten wollte. Finde ich auch mal wieder nett, dass auch mal ohne töten geht. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bis nächste Folge. Haut rein. Ciao, ciao.